Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich stehe hier vor meiner Wisteria, auch Blauregen genannt bei uns in Deutschland oft, und möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man die einfach vermehren kann. Pflanzen werden immer teurer und deshalb macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob man sich nicht selber seine eigenen Exemplare zieht und vielleicht auch ja, unter Freunden, Bekannten, in der Nachbarschaft etc. sich gegenseitig auszutauschen mit den Pflanzen, weiterzuhelfen. So kann man nämlich im Garten auch eine Menge Geld sparen. Ja, wie kann man so einen Blauregen am besten vermehren? Das geht wirklich wunderbar einfach über einen Samen. Der bildet in der Regel zum Herbst, Winter hin solche Samenkapseln, die dann noch an der Pflanze dranbleiben. Und im Frühjahr schmeißt er die ab, die fallen zu Boden, platzen förmlich auf und rausgesprüht oder raus explodiert, kann man fast sagen, rausgeschleudert werden diese Samen hier, die ihr sehen könnt. Und in der Regel ist es auch häufig so, dass das sich wild aussehen kann bei euch im Beet dann. Wenn man dann aber sauber macht und nicht genau weiß, was es ist, zieht man es mit raus, weil man es für Unkraut hält. Dabei ist es eigentlich der Blauregen gewesen. Ja, ich möchte euch aber zeigen, wie man einfach, ohne jetzt eine Wissenschaft draus zu machen, die Wisteria oder Blauregen mit den Samen vermehren kann. Ihr braucht da nicht, wie häufig gelesen, mit Schmirgelpapier den Samen anrauen. Ihr müsst ihn auch nicht im Kühlschrank kleben und danach in ein lauwarmes Wasserbad für 12 Stunden. Das ist alles viel zu kompliziert, es geht halt auch viel, viel einfacher. Und wie, das möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen und abonniert auch gern hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr verpasst keine weiteren Gartenvideos mehr hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch jetzt einmal meinen Blauregen zeigen, den ich mit dem Samen vorgezogen habe. Falls ihr euch aber übrigens fragt, warum hier bei mir eine Tomate ja, über Kopf in der Flasche hängt, das möchte ich euch gern erklären, aber in einem anderen Video, dann schaut einfach mal hier oben nach, da verlinke ich euch das, warum ich die Tomate so in der Flasche anbaue. Das Ganze ist ein Experiment und ich bin selbst ein bisschen gespannt auf das Ergebnis. Aber weiter hier in dem Video, ich zeige euch jetzt hier meine Wisteria oder meinen Blauregen, da könnt ihr den nämlich sehen, so sieht er aktuell aus. Wir gucken uns einfach mal von nahen an. Und ich erkläre euch einfach mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier einfach so einen Blumenkasten genommen und einmal auch hier einen Topf und habe das Anfang April einfach in die Erde gesteckt, ungefähr 1 Zentimeter tief, und habe das dann einfach hier hingestellt in die Sonne, beziehungsweise hier mit dem Topf, das habe ich ins Gewächshaus gepackt. Und dann muss man nur darauf achten, dass man die Erde gleichmäßig feucht hält, nicht zu nass. Gut ist immer, wenn unten Löcher am Topf sind, dass dann halt Wasser, was sich staut, auch ablaufen kann. Auch im Blumenkasten ist das ganz wichtig, wenn keine Löcher drin sind, dann bohrt welche rein. Weil wenn es zu nass ist oder das Wasser drin steht, dann fault euch das alles weg. Ja, und dann habe ich die einfach hier 1 Zentimeter tief reingegeben, habe abgewartet und die ersten haben bereits nach 3 Wochen gekeimt. Das ist ein bisschen temperaturabhängig. Das kann auch schon mal 6 bis 8 Wochen dauern. Gerade wenn man vielleicht noch ein bisschen früher anfängt, so Anfang März rum oder so, dann kann es einfach länger dauern. Die Pflanzen, die ihr jetzt hier sehen könnt, die sind jetzt 8 Wochen nach der Aussaat sozusagen ungefähr. Es können jetzt auch 9 Wochen sein. Ich kann es euch auf den Tag genau nicht mehr sagen. Und man kann doch hier deutlich noch den Samen erkennen. Ich ziehe einfach mal eine raus, dass ihr das sehen könnt. Hier ist der Samen noch mit dran. An der Wisteria ist hier nach unten eingewurzelt und so hat sich dann hier eine neue Jungpflanze gebildet. Das geht auch ganz einfach hier am Kern. Ihr könnt es auch so ein bisschen sehen. Einfach die Erde anfeuchten, den Kern rein, leicht andrücken und gut ist. Jetzt stellen wir das warm und sonnig und dann wird es jetzt wahrscheinlich im Juni, wo ich gerade bin, vielleicht 2 Wochen, maximal 3 Wochen dauern, dann keimt das. Und so kann man sich ganz einfach selbst schöne Jungpflanzen vorziehen. Im Gewächshaus habe ich das auch ausprobiert. Die Pflanze ist ungefähr genauso groß wie alle anderen auch. Also ich habe da jetzt keinen Vorteil durch gehabt, musste mich aber halt darum kümmern, weil kein Niederschlag gefallen ist und musste halt hier dann manuell sozusagen für sorgen, dass das Erdreich gleichmäßig feucht bleibt. Hier draußen hat das die Natur für mich erledigt, weil es im April doch relativ häufig geregnet hat. Ich muss jetzt halt darauf achten, denn die Pflanzen sind noch sehr empfindlich, dass sie nicht austrocknen und mir kaputt gehen, denn sonst sind sie leider alle weg. Ich mag es immer ganz gern, die Sachen einfach zu machen und auch einfach zu halten. Deshalb macht keine Wissenschaft draus. Nehmt den Samen, steckt ihn ungefähr 1 Zentimeter tief in die Erde und haltet das Erdreich gleichmäßig feucht, warm stellen und sonnig stellen und dann geht das Ganze auch schnell und klappt auch wirklich. Als Erde habe ich ganz einfache Gartenerde verwendet. Ihr braucht keine Anzuchterde, ihr müsst da auch nichts kaufen. Lasst euch da nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Das geht mit den Mitteln, die man ganz einfach zu Hause hat. Ihr müsst euch immer vorstellen, in der Natur kommt auch jetzt kein Hase oder Reh vorbei mit einem Schmirgelpapier in der Pfote und
schmürgelt die Kerne an und pflanzt sie dann auch noch ein. Die Natur regelt das selber und ihr könnt es genauso machen wie die Natur. Das ist immer noch die beste Lösung. Das ist über Jahrmillionen erprobt und hat sich so weiterentwickelt. Und da kann man auch darauf vertrauen. Und das Ganze geht dann halt auch wirklich gut. Ihr braucht da nicht jetzt noch zusätzlich irgendwie nachhelfen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich hier über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.